Und die Suche geht weiter nach den Wölfen, nach den Seewölfen und den Steinbeißern sozusagen hier am Nordmeer. Heute im Stream nochmal ein bisschen rumgesucht, verschiedene Stellen ausprobiert und ja, einige sind reingegangen. So, und raus mit dir. Ja, kleiner Lump, der hat auch noch Bock. Ich bin hier oben am 75er unterwegs. 75er, da hat es heute richtig gut funktioniert. So, machen wir mal hier den Bereich auf und wir fahren nochmal wieder hier in den etwas dunkleren Bereich, den man hier jetzt sieht. Also geht es gleich ein bisschen hier rechts rüber. So, in diese Area wieder. Und dann bleiben wir hier einfach nochmal wieder stehen. Und raus damit. Also, zack, gib ihm. Es geht langsam, ja, in Richtung Nacht. Und vom Setup her bin ich hier mit dem Fluoropilker sozusagen ausgestattet. Also mit dem leuchtenden, fluoreszierenden Pilker in 1 Kilo. Also mit dem großen Setup hier gerade unterwegs. Wenn man das so noch nicht rauswerfen kann mit so einem großen Pilker, geht es natürlich auch deutlich kleiner. Es gibt auch Rekordberichte schon von Pilkern im Bereich von 200, 300 Gramm. Also das alleine ist jetzt hier nicht ausschlaggebend, aber bestimmt auch irgendwo schon ein Lockmittel, gerade halt in der Nacht, dass man dann nochmal ein bisschen was Fluoreszierendes hier hat. Ja, ich habe hier noch ein Köderfilet mit dran. Was aber hauptsächlich funktioniert, sind die Natural Squids. Die funktionieren tatsächlich immer noch sehr, sehr gut. Wir gucken auch gleich nochmal in den Kescher rein. Und da werden wir sehen, die haben halt immer schön geliefert. Ich habe hier angefangen mit 3 unterschiedlichen Farben. Was ich auf jeden Fall nochmal testen werde, das werde ich gleich nochmal machen, ist die Farbe Grün. Da wurde wohl auch schon einiges drauf gefangen. Im Moment draußen auch gerade frisch aus dem Discord rausgesucht sozusagen. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Genau, der Mazzabo hatte hier seine Trophy draufgefangen, gerade nochmal nachgeschaut. Ja, auf den 26er mit weißer Perle. Aber es sind eben auch noch andere Köder, die ja wirklich gut funktionieren. Ja, wir sind unten angekommen. Wir machen mal eben die Schnur straff. So, zack. Also straff gezogen. Vielleicht mal so ein bisschen ins Pilken reinkommen. Und dann gucken wir mal, was so geht. Es läuft gerade schon wieder richtig, richtig wild. Guck mal, jetzt gerade hier eben der Pengu, Alden, er zieht ja auch gerade seinen Trophy Lump raus, sehr, sehr nice. Petri läuft doch. Also Nordmeer nach wie vor richtig on fire. Es werden immer noch richtig schöne Brocken rausgezogen. Und ja, ich suche oder habe jetzt ja schon 3 Tage versucht, ein bisschen gezielter auf die verschiedenen Fische zu gehen. Ich muss sagen, es fällt noch schwer. Es fällt noch wirklich schwer, hier gezielt auf die unterschiedlichen Fische zu gehen. Auch wenn es immer wieder Montagearten gibt, die irgendwie ihre Vorteile haben, muss ich sagen, für mich immer noch sehr, sehr schwierig, hier genau zu sagen, ja, ich nehme jetzt hier die Rasselblei-Montage, fahre hier auf die nächstbeste Sandbank und fange jetzt hier oder versuche jetzt hier gezielt auf Seewolf zu gehen. Ja, es funktioniert. Aber es ist tatsächlich immer noch schwer. Also die Frequenz ist dann natürlich manchmal sehr gering oder. Also wenn man das nur mit einem Köder so ausprobiert, funktioniert es häufig sehr schleppend. Wenn man natürlich hier den ganzen Tannenbaum voll hat mit 3, 4, 5 Beifängern, mit 3 Beifängern und einem drum und dran, also verschiedenste Köder präsentiert, hat man natürlich immer mal wieder Bisse dran, aber weniger gezielt. Tja, ich glaube, das braucht alles noch ein bisschen, bis sich da mehr Muster abzeichnen vom Fang. Ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt, wie das denn so geht. Gerade natürlich mit den wechselnden Vorlieben der Fische. Es ist immer mal wieder was anderes, gerade aktuell. Die Fische irgendwie, ja, sie haben natürlich immer andere Spots, andere Ködervorlieben. Es ist ein bisschen tricky, da so ein schönes Muster rauszulesen. Was man bisher sagen kann,
sind einfach verschiedene Köder, die funktionieren. Ich meine, man sieht es auch in den Rekorden. Verschiedene Köder sind natürlich immer wieder drin, aber die werden natürlich auch immer wieder verwendet. Das ist ja der Klassiker. Köder, die in den Rekorden sind, die werden verwendet. Darauf werden dann natürlich wieder die nächsten Fische gefangen. Bleibt ja nicht aus, wenn alle nur den gleichen Köder verwenden. Fängt man natürlich auch auf den Köder die nächsten Fische. Ob das nun Zufall ist oder ob das die einzig wahren Köder sind, wahrscheinlich gibt es noch andere Köder, die funktionieren. Ja, wie zum Beispiel jetzt gerade hier der Weiße. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Das sieht man ja zum Glück gleich im Kescher. Das heißt, wir gucken uns das jetzt gleich mal eben an, was wir hier haben. Nächster Seewolf. Zack, nächster Seewolf. Schönes Ding. So mog wieder, so soll das sein. 5 Kilo jetzt, ist noch nicht ganz so groß, aber wenn wir uns das hier ansehen, von vorhin aus dem Stream noch, da waren schon einige Seewölfe dabei. Der jetzt hier wieder auf dem 6er Shrimp, das ist der Pinke, 2306 der Pinke. Dann hatten wir hier jetzt gerade auch noch einen, das war auch der 2306, 2306 und so weiter und so weiter und so weiter. Also man sieht, immer wieder 2306, immer wieder der gleiche Köder. Also, wir lassen das so, wie es ist, ändern jetzt allerdings nochmal hier was ab. Und zwar gucken wir mal eben nach was Grünlichem. Habe ich gar nicht. Gut, dann muss ich weitersuchen. Entweder ich nehme hier was in die Richtung, 20 cm, einfach einen von denen. Oder hier nochmal so ein, ich könnte auch den Squid hier nehmen, Octopus in Grün, 26er habe ich mir gerade geholt, die ganze Serie einmal jeweils. Ich glaube, ich nehme mal den grünlichen hier. Ja, und dann nehmen wir hier die grünen Kugeln. Also, jetzt richtig groß unterwegs, beziehungsweise einmal sehr, sehr groß mit 10-0er Haken, 8-0er Haken, 8-0er Haken auf den pinken immer noch. Und raus damit. Sind wir hier noch in Position? Kurz nachgucken. Ja, grob sind wir hier noch in der Position. Wobei ich fahre so nochmal ein Stückchen rüber. Und zwar fahre ich gerne hier an diesen Schniep hier, an diese Ecke. So. Und dann lassen wir hier nochmal eben runter. Zack. Und absinken lassen. Und da kommt er hoch. Was haben wir denn hier? Ein Lump, einen Kabeljau. Komm mal ran hier. Kabeljau, oder? Zack, tatsächlich, Kabeljau geht hier rein, auch nicht verkehrt, nehmen wir natürlich auch gerne mit, auch wenn wir den so nicht haben wollen, aber wir haben zumindest ein kleines Ergebnis jetzt hier vom letzten Test und man sieht hier einen schönen Unterschied zwischen diesen ganzen Ködern hier, also alles auf den Squid, Natural Squid 2306. Und dann haben wir hier, ja, alles Mögliche sozusagen. 03er Squid hat auch geliefert. Da gucken wir gerade noch mal eben rein. Der Squid 03 26, Real Squid 2603. Da ist er. Genau, 2603. Also auch der hat geliefert. Aber eben ansonsten der 6er. Und der 6er ist dieser hier. Da ist er. Also, das ist momentan immer noch so der populärste sozusagen, beziehungsweise der ergiebigste Köder, gerade hier für mich zumindest. Einfach mal testen, was für dich am besten ist. Es gibt noch jede Menge andere Beispiele, auch übrigens im Discord, was alles schon funktioniert hat hier auf die gestreiften, beziehungsweise hier auch auf den gefleckten Seewolf. Also Link zum Discord unterm Video, einfach mal reinschauen. Jetzt sind hier auch noch ein paar Wittlinge reingegangen, die habe ich gestern ja schon gesucht, aber auch die hier auf dem Pilker, genau, hier auf dem Pilker nochmal auf dem Wittling drauf. Ein paar Kalmare, ja, auch so als Beifänger. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt gleich nochmal alles umbauen. Wir haben jetzt gleich Nacht, das heißt, ich baue jetzt hier nochmal alles um, das gesamte Setup. Hier haben wir es. Und zwar alles komplett auf dem 23. Hier ist er. Auf den Squid. Und dann gehe ich jetzt mit diesem Setup hier gleich nochmal schön in die Tiefe. Und bin übelst gespannt, was jetzt hier gleich noch drauf geht. Ich mache jetzt hier einfach nochmal schön den Kescher voll mit Seewölfen. Also, zack, raus damit. Absinken lassen.
Petri Illumils zieht raus die Seewölfe. Im Moment immer noch hier am 75er rasseln sie rein, aber eben auch hier am 80er, auch da immer noch richtig viel Action zurzeit auf Seewölfe. Petri, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.